Umweltkrise. Waldsterben in Sachsen. Dichter Wald, klares Wasser, grüne Wiesen. Der Mensch liebt die Natur zur Erholung. Doch mit einer gesunden Umwelt sieht es in Sachsen eher schlecht aus. Pflegekrise. Sachsen wird immer älter. Aber wer kümmert sich um die Alten? Das Problem beginnt mittlerweile sogar schon in der medizinischen Grundversorgung. Die medizinischen Praxen und Apotheken schließen immer öfter aufgrund der wachsenden bürokratischen Anforderungen. Lehrkräftemangel. Lehrmaterial aus dem letzten Jahrhundert und immer mehr Unterrichtsausfall. Die Schulen in Sachsen sind in einem beschämend schlechten Zustand. Bürokratiekrise. Bearbeitungszeit von Bürgergeld unerwartet hoch. Demokratiekrise. Wahlkampfteams weiterer demokratischer Parteien wurden von Rechtsextremen bedroht. Klimakrise. Rechtsextreme Strukturen bei der Polizei. Funkzellenabfragen nach Demonstrationen. Wärmste Temperaturen seit Aufzeichnung. Bezahlkarte. Ich bin Hanna. Fachkräftemangel. Dürren. Umweltkrise. Bildungskrise, Pflegekrise, Demokratiekrise. Das Wort Krise ist aus Sachsens Politik einfach nicht mehr wegzudenken und ist mittlerweile zum Dauerzustand geworden. Es scheint so, als wären Opposition und Regierungsparteien einfach nicht willens genug oder nicht fähig genug, eine sinnvolle Lösung auf diese Probleme zu finden. Doch am 1. September hast du es in der Hand. Mach Schluss mit Krisenstimmung, Zweitstimme, Piraten.